unser Erlebnis. Ich glaube, diese Möglichkeit ist schon sehr, sehr einzigartig und ich bin wirklich sehr dankbar, da zu sein. Vor allem alle Leute kennenzulernen, jung oder alt. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr viel Spaß und konnten sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich fand das Match war sehr cool und es war sehr cool. Also man hat wirklich gespürt, den Enthusiasmus, die Begeisterung, die die Fans für unsere Nationalteams zeigen, den haben sie heute auch am Spielfeld gezeigt. Also es war richtig toll, wie das Engagement war, wie der Einsatz war, wie der gegenseitige Respekt war und hat speziell mir extrem viel Spaß gemacht. Wer kann schon behaupten, weil von ÖFB-Trainern 90 Minuten trainiert worden zu sein, auch wenn es natürlich sehr, sehr anstrengend war. Also es war kein Honigschlecken, aber es war in Ordnung, das gibt man natürlich gerne. Ja gut, ich fand auch die Einheiten gut, also es war so schön zu trainieren. Ja, wir sind durchaus gefordert worden. Ich bin aber mit dem Training allgemein sehr zufrieden. Sie haben sich wirklich bemüht, vom Kleinsten bis zum Größten, bis zum Ältesten. Sie haben es uns relativ leicht gemacht, weil sie mit sehr viel Eifer bei der Sache waren und deshalb ist es sehr gut gegangen. Es war ein Wahnsinn, da dabei zu sein, vorher gut aufwärmen und dann verschiedene Technikübungen und zum Schluss das Match und Elferschießen, das gehört einfach dazu, ein Traum, also wirklich, war 1+. Weil ich ein Tor geschossen habe beim Match. Zur Halbzeit hat es der Toni Pfeffer mal gut ausgedrückt. In Spanien mit Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, aber wir sind dann eh noch knapp drankommen und 2 Tore noch verloren. Aber eigentlich war noch alles drin, also es war in Ordnung. Wir haben dann schon nach dem Aufwärmen unser geschultes Trainerauge erkannt, wie die Mannschaften ungefähr zusammenzusetzen sind. Und das Ergebnis war dann, glaube ich, 8-7. Und das zeigt ja auch, dass wir nicht so falsch gelegen sind dann beim Spiel. Dann. Selbstvertrauen geben, einfach vielleicht bei einer oder anderen oder anderen Aktion ein bisschen helfen. Ja, das gehört einfach dazu und ich glaube, dass das die Spieler, jetzt die Fans da und auch die Spieler im Normalfall spüren, dass man mit denen kommuniziert und mit denen spricht. Ja, sie haben uns ihr Know-how mitgegeben, das hat man schon gemerkt. Sie wissen, wovon sie reden und das haben sie uns versucht, wirklich eindrücklich da zu vermitteln. Das haben die Mädchen sehr überzeugt, das haben die jungen Burschen gut überzeugt, aber es waren auch bei den Erwachsenen der eine oder andere dabei, der es vielleicht noch auf den WM-Zug schafft. Ich habe heuer dürfen nach Schweden mitfliegen, die Auslandsreise machen, mit dem Team dabei sein. Das war natürlich ein Wahnsinn, vor allem wie sie dann in der zweiten Halbzeit die Tore geschossen haben und die Stimmung dort in Schweden war. Also was Cooleres kann man nicht gewinnen. Also es ist natürlich schön in der Community, auch wenn man sieht, wie die Leute da auch online mitschreiben und entsprechend auch bei den Matches mitfiebern, mitdiskutieren. Wir sind da, glaube ich, echt uns ziemlich nah, also ziemlich zusammengewachsen und ich glaube, wir schreiben da sehr, sehr toll in der Community in Discord mit. Also ich kann wirklich sagen, erstens, wir haben eine super Community. Das macht einfach wirklich Spaß, mit allen gemeinsam zu schreiben und irgendwas zu unternehmen. Und vor allem für mich, ja, die Tickets sind natürlich einzigartig. Als Fan dabei zu sein, ist einfach großartig. Deswegen kann ich jedem empfehlen, NFT zu kaufen und ja, dabei zu sein. Wow.